man sieht immer etwas Neues. Es bewegt sich immer. Und natürlich an der norwegischen Küste, die so schön ist, ist natürlich das. Das ist eigentlich das, was am meisten faszinierend ist mit diesem Job. So, mein Name ist Marcel Bolzli. Ich bin Küchenchef auf den Spitzbergen. Meine Aufgaben sind natürlich auch, die Leute zu führen, Bestellungen zu machen. Also allgemein eigentlich die Chefrolle, das die Übersicht in der Küche. Bei uns auf Hürdenrüthen ist wichtig, dass wir den Einwegplastik nicht brauchen, dass wir das mit dem aufhören, wegen der Umwelt, damit wir nicht die Umwelt schützen. Und auch wegen der Meerverschmutzung. Mit dem haben wir aufgehört. Was das Arbeiten auf dem Schiff speziell macht, ist eigentlich die Herausforderung mit den Bestellungen in meiner Position. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich eine Ware muss haben, kann ich nicht schnell am Lieferanten anrufen und ich muss das und das haben. Es muss geplant sein und es muss gut geplant sein. Wir haben teilweise norwegische Sachen, wie zum Beispiel das Norway's Coastal Kitchen, das ein Brand ist, das die Hürdenrüthen selber gemacht hat. Und dann haben wir American Columbus, eigentlich alles, was ein bisschen mit Seefahren zu tun hat. Solche Menüs haben wir eigentlich.